Und damit heiße ich wieder herzlich willkommen zu Forza Motorsport 6 und wir nähern uns dem nächsten Schaurennen und es geht zum Modern Grand Prix in Yas Marina nachts, eine Race Driver Experience schon wieder, eine moderne Grand Prix Nacht Einladungsrennen von Yas Marina. Erleben Sie in einem modernen Grand Prix Rennwagen den Höhepunkt des Motorsports bei einem Nachtrennen in Yas Marina. Ihr nächstes Rennen findet in Yas Marina statt. Sie verfügt über die längste Gerade aller Grand Prix-Strecken. Aha. Ja, das ist in Abu Dhabi. In Vereinigte Arabische Emirate, also da, wo die ganzen reichen Scheichs wohnen. Ich wollte meinen, die Strecke wurde sogar unterm Hotel drunter gebaut. Ja, da ist das Hotel. Wurde ein Hotel errichtet, da ist das Hotel, da fährst du direkt unten drunter durch. Ja, ist eine sehr interessante Strecke, muss man sagen. Die wurde sogar, glaube ich, von einem Deutschen finanziert. Nicht sogar gebaut. Das ist also der Höhepunkt. Aber Formel 1? Driving under the high-tech lights of Yas Marina in one of the world's most advanced Grand Prix cars is considered by many to be the pinnacle of motorsport. Bitte was? Das soll also der Höhepunkt sein. Ja, aber so ein Indycar ist doch noch schneller als ein Formel 1 Wagen. In dem Fall Lotus. So, was haben wir denn hier? Kann ich jetzt? Nein. So, was hatten wir hier? Da hatten wir was. Gewicht. Gewicht ist ja eigentlich wichtig. Bei einem Formel 1 Wagen auf jeden Fall. So, wir starten auf der 18. Position. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. So, Formel 1. Ja, da sieht man wieder Scheibe. Ups. Also so ein Indycar hat definitiv noch mehr. Also vom Speed her ist ein Indycar noch schneller. Das kann ich im Kopf. Oh, Alter, was mache ich denn hier? Warte mal, müssen wir zurückspulen. Das geht ja so nicht. Also das fährt sich komisch, sag ich mal. Das ist irgendwie so. Das sind ja alles dieselben hier. Alles Lotus. Kurios. Sehr kurios. Alter, gehen die ab, die Dinger hier. Ups. Das Schadensmodell ist hier, muss man sagen, echt sehr limitiert. Wenn es überhaupt vorhanden ist, es ist schon da, aber es ist halt sehr limitiert. Soll aber nicht stören, es ist ja nur ein Rennspiel. Es ist ein Rennspiel und kein macht ein Auto kaputt Spiel. Ist ja kein Destruction Derby hier. Ne? Dann könnte ich das schon nachvollziehen, aber so. Wow! Das ist immer noch die erste Runde, ne? Also. Ja. Hat die längste Gerade. Was sagst du? Nie war ich gespannt. Ja, es ist sehr kurvenreich, muss man sagen. Sehr komische Kurven vor allem. Immer so 90 Grad Kurven hier. Das ist schon krass. So, hier die... Da wollte ich nicht lang, aber gut.
kann gerade nicht zurückspulen. Es geht nicht. Das ist jetzt echt kacke. Ja, willkommen in der Box. Willst du dich boxen? Hm. Das ist echt bescheiden jetzt. Was ist denn das? Was ist das für eine Box hier? Ah, schlecht. Jetzt sind wir letzter. Schön. Ganz toll. Alter, jetzt müssen wir uns erstmal wieder vorkämpfen. Hoffentlich schaffen wir das noch in zwei Runden. Das wird schwierig. Also das wird echt schwierig. Innerhalb von zwei Runden auf die ersten drei zu kämpfen. Also, gehen wir mal Stoff hier. Boah, Alter. Wegen dieser scheiß Kurve da und ich konnte nicht zurückspulen. Echt kacke. Echt kacke. So, hier vorbeikämpfen. Ja, natürlich muss er mich wieder ausnocken. So klar. Alter. So, vorbei. Danke. Ey, das ist doch nicht die Möglichkeit, oder? So. Alter! Ey. Junge! Schau mal ab. Alter, wie fährst du denn? Gib doch mal Gas, Alter, und bremst nicht hier einfach mitten ab. Vor allem nicht so abrupt, Alter, so platsch. Wir sind 19 da, ne? Das könnte schwierig werden. Da noch Erster zu werden, Alter, das kotzt mich jetzt so an mit der Box, ne? Ich könnte kotzen. Ja, nicht schon wieder. Hier ist geschoben. Hä? Och, Alter, bremst doch mal gescheit und guck mal in den Rückspiegel, wo du hinfährst. Ey, Alter, willst du mich verarschen? Immer derselbe Typ, ey. So, wir müssen ein paar Abkürzungen nehmen. Dass wir hier gescheit vorbeikommen. So, lass mich durch. Dankeschön. 16. Eieieiei. Hier ist also diese Mega-Gerade, was vorhin angesprochen wurde. So, Stoff. Stoff, hab ich gesagt. Oh, hier ist das Hotel. Plötzlich. Ja, die Strecke gibt es auch in mehreren Variationen. Block 3 gibt es hier insgesamt. Einmal eine ganz kurze, eine mittlere und halt, was wir jetzt fahren, hier die ganz lange. Alter, wie soll ich denn da jetzt? Das war gut, oder? Ja, relativ. Hier echt abkürzen, dass ich hier noch unter die ersten drei komme, oder? Das ist sonst nicht so toll. Ich muss es machen, es geht nicht anders. Alter, Junge. Warte, ich spule zurück. Dass ich den eben nicht ramme. Auch natürlich, spule gleich 3 Kilometer zurück. So. Dann haben wir wieder Zeit gut gemacht. So, 13. Boah, Alter, die Box, die ist echt hübsch hier, ne? Moment. Mhm. Junge, ey, das ist natürlich die Möglichkeit. Der lässt einen aber auch nicht vorbei. Ne? Normalerweise müsste der rechts rüberziehen. Normalerweise laut den normalen Rennregeln. Aber naja.
Rosa, nimm's nicht so genau. Hier gibt's auch, glaube ich, keine schwarzen Flaggen und so. Glaube ich, weiß ich nicht, wie das hier mit dem Rennklassement ist. So, es ist die letzte Runde. Das heißt, jetzt müssen wir hier rankrachen. Ich muss hier echt... Oh, Alter, was soll das denn jetzt? So, durchschlängeln hier. Gib Gas. Stopp! Neunter. Das wird echt knapp, Leute. Das wird echt knapp. Ob ich das noch schaffe, ich weiß es nicht. Achter. Junge. Willst du mich verarschen, oder was? Du willst mich echt verarschen, oder? Alter, ich glaube, es hackt. Ich kürze hier relativ kurz ab, es geht nicht anders. Ich will das hier nicht nochmal extra bauen. Das wäre echt kacke. Boah, cooler Drift, Alter. Ey, schon mal mit dem Formel 1 Wagen gedriftet? Oh, was, ne? Alter, wie weit spult denn der? Boah, boah, was war denn das? Komm, Alter. Komm, lass mich doch vorbei, Alter. Mann. Ey, der lässt mich aber nicht durch, ne? Sieben. Ah, Scheiße. Kacke. 7. geworden. Scheiße. Oh, ich habe ein neues Los. Mal sehen, was es gibt. Mitsubishi GTO. Und 2500 mal extra. So. Kommen sie unter die ersten drei. Sie haben den 7. Platz belegt. Sag ich doch. Ja, gut. War nicht so toll, aber was soll's. Nun gut, dann war's das mal wieder für diesen Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Und in diesem Sinne sage ich Tschulu und bis zum nächsten Mal. Tschüss.